Rübenernte auf einem Feld in Kösching im Landkreis Eichstätt. Die letzte Ernte mit Quote. Das heißt, ab nächstem Jahr wird von der EU nicht mehr vorgegeben, wie viel Zucker produziert werden darf. Doch ist das für die Landwirte ein Grund zur Freude? Die Südzucker AG hat bereits angekündigt, nächstes Jahr um 40% mehr Rüben verarbeiten zu wollen. Viele Anbauer haben da Bedenken. Es ist immer so gewesen, wenn die Menge gesteigert worden ist, hat sich das immer negativ oft auf den Preis ausgewirkt. Aber das müssen wir alle erst abwarten. Es wird zwar immer behauptet, es wird nicht schlechter, aber ob es besser wird, hoffen wir es. Letztes Jahr war der Rübenpreis nicht besonders gut. Trotzdem sehen andere Landwirte die Zukunft positiv. Wenn es jetzt ein bisschen mehr werden, das ist noch wieder gut für die Fabrik, seine Auslastung. Die wollen das haben, dass die ausgelastet sind. Dann sind die Kosten niedriger und dann kriegen wir wieder mehr. Südzucker will die Kampagne, also die Zeitspanne, in der Zucker verarbeitet wird, im nächsten Jahr von durchschnittlich 113 möglichst auf 120 Tage ausdehnen. Damit kann die Fabrik ihre Kapazität erhöhen und die Fixkosten deutlich reduzieren. Max Ampferl war über diese Ankündigung anfangs etwas verblüfft. Er ist Landwirt und zugleich Vorstandsmitglied des Bayerischen Zuckerrübenanbauverbandes. Früher war immer so, da wollten die Anbauer mehr Rüben anbauen. Aber das Unternehmen hat gesagt, nein, du hast ein Lieferrecht und maximal Lieferrecht. Und wenn du mehr Rüben anbauen willst, dann musst du mehr Lieferrecht kaufen. Und jetzt sagen die plötzlich, okay, du kannst 40% mehr anbauen. Inzwischen aber freut sich Max Ampferl über die Anhebung der Lieferrechte. Denn zurzeit ist weltweit die Nachfrage nach Zucker sehr groß. Und es lassen sich so gute Preise erzielen wie schon lange nicht mehr. Man muss jetzt diese Marktstimmung nutzen. Wir müssen jetzt Rüben anbauen. Wir müssen Gas geben. Denn irgendwann wird es wieder schlechter. Aber jetzt haben wir die Chance. Und wer die nicht nutzt, hat den Markt verschlafen. Die Frage ist aber, ob den Rübenbauern dann nicht das Gleiche blüht wie den Milcherzeugern nach dem Wegfall der Quote. Sobald von einem Produkt zu viel auf dem Markt ist, sinkt der Preis. Bisher bekamen die Landwirte für ihre Rüben einen garantierten Mindestpreis von 26,29 Euro pro Tonne. Diese Sicherheit fällt ab 2017 weg. Aber im Gegensatz zu einem Milcherzeuger, der sehr langfristig planen muss und für Stallbauten sehr hohe Investitionskosten hat, ist ein Ackerbauer viel flexibler. Der Rübenanbauer kann mit der bestehenden Technik mehr Rüben anbauen, der braucht nur Fläche. Braucht nicht großartig mehr investieren, kann das kurzfristig tun. Und wenn das nicht mehr so günstig ist, dann fordert er eben seinen Rübenanbau wieder zurück. Doch darf mit dem Wegfall der Zuckermarktordnung im nächsten Jahr nun auch unbegrenzt billiger Rohrzucker aus Ländern wie Brasilien, Indien oder Thailand importiert werden? Hat dann der Rübenanbau hierzulande noch eine Zukunft? Bisher gab es eine Importbeschränkung und die gilt auch für die Zukunft. Maximal 15% des hier verbrauchten Zuckers dürfen weiterhin zollfrei aus ärmeren Ländern eingeführt werden. Max Ampferl befürchtet aber, dass diese Beschränkungen durch immer neue Abkommen verwässert werden. Nachdem die EU ja ständig aktiv ist, mit allen Ländern dieser Welt Wirtschaftspartnerschaftsabkommen abzuschließen, und dort eben zollfreie Importkontingente eröffnet, dass mehr Zucker reinkommt, den wir eigentlich nicht brauchen und der unseren Markt in gewisser Weise stört. Das ist nicht auszuschließen und das ist vielleicht sogar wahrscheinlich. Wie geht es also weiter? Weil die Weltmarktpreise derzeit gut sind, werden in Thailand oder Brasilien viele neue Zuckerrohrplantagen angelegt. In ein paar Jahren wird dieser billig produzierte Zucker dann den Markt überfluten. Der Weltmarktpreis wird sehr wahrscheinlich wieder sinken. Für heimische Rübenzuckerproduzenten wird sich der Export eventuell nicht mehr lohnen. Aber ein Fiasko wie bei der Milch ist nicht zu erwarten. Denn im Gegensatz zu den Milcherzeugern können Rübenanbauer sehr schnell auf andere Früchte umstellen, wenn sich die Zuckerrübe nicht mehr rentiert.